Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So. Was war das mit dem Prozent? Achso, da hat der Medikit-Fabrikator hat da was anzeigen lassen. Okay. Gut. Wir brauchen was zu essen, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen alles Mögliche. Gut, dann nehmen wir mal das Messerle zur Sicherheit, um uns selbst zu schützen. Wir brauchen auch, na gut, Titanium brauchen wir jetzt eigentlich so nicht mehr so viel. Glas, das heißt, wir brauchen Quarz, braucht man einen Haufen. Ich hoffe, dass es hier irgendwo eine Höhle mit Quarz gibt. Hier drinnen, das war eher eine Todeshöhle. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein Speisefisch wäre. So, da hätten wir mal was. Also hier war Quarz eher nicht so. Da wäre es schon bald schlauer, wenn wir nach Hause gehen würden, wieder zu unserer Kapsel und da unser Glück probieren. Ich bin gerade auf der Birsch. Versuche mir da gerade ein bisschen was. Oh mein Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Tschüss. Dabei wäre dieses Phantomviech, dieses ekelhafte. Oh. 30 Sekunden. Ja, Luft holen. Jawohl. Liebend gerne. Alter. Puh. Gut, mit diesen Viechern möchte ich mich nicht anlegen. Die bringen uns um. So. Also wieder das Messerchen. Gut. Ja, wir sind wieder voller Sauerstoff. Und können uns jetzt ein bisschen wieder mit Salz beschäftigen, eventuell. Titanium brauche ich jetzt nicht mehr so viel. Ich brauche auch von diesen Schlingpflanzen da. Brauche ich da jetzt was? Ich habe es schon wieder vergessen. Wofür brauchte ich das Silikon-Dingens? Ich glaube eh für nichts, oder? Glas hätte ich gebraucht. Quarz. Quarz bräuchte ich in Hülle und Fülle. Das war's. Tada. Da finde ich gerade Salz. Nehmen wir natürlich gleich mit. Ich versuche mal, wenn ich hier runtertauche, ob ich da irgendwo fündig werde. Nach Möglichkeit, ohne zu sterben. So. Alles Quarz, Hände hoch. Oh oh. Ich bin da in eine ganz ungesunde Gegend geraten. Ich bin da in eine äußerst ungesunde Gegend geraten. Da. Mal Luft holen. So, sehr gut. Schön Luft holen. So, passt. Was haben wir denn da hinten? Warte mal kurz. Da hinten sind auch so komische Wolken. Dahin könnte auch eine Insel sein, so wie da. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Seht ihr das da hinten? Da könnte ebenfalls eine Insel sein. Ja, da können wir eine zweite Base dann hinbauen. Eines fernen Tages. Dass es hier kein Quarz gibt, ist schon ein bisschen scheiße. Es gibt hier zwar Salz, aber mit Quarz ist man hier sehr sparsam. Es könnte aber auch sein, dass es nur in Höhlen ist, ne? Dass das hier jetzt eigentlich keine Höhle ist.
Ist nur eine Vermutung. Und irgendwie weiß ich nie, wo ich bin. So. Huch. Ah, die Viecher schon wieder. Ui. Ja, was willst denn du da? Gibst jetzt Ruhe, du Mistviech. So. Da unten haben wir eine Hirnkoralle, die brauche ich mal kurz. Hier war ich aber, glaube ich, auch schon mal unten, ne? Aber so richtig... Huch! Dingsbums habe ich nicht gefunden. Hm. Jetzt könnte ich natürlich auch wieder zurückschwimmen zu der... Höhle und das Quarz dort noch holen. Beziehungsweise bei uns zu Hause. So, einmal warten wir noch. Und dann kann es schon weitergehen. Ach, dieses Viech, ne? So, warte mal. Da ist noch eins gewesen. Quarz ist hier halt nicht, ne? Ich meine, ich hätte jetzt können schon in die Höhle schwimmen, aber diese Viecher sind mir auch nicht ganz geheuer. Kupfer. Ich will das Kupfer. Und mein Messer hätte ich auch sehr gern. So. Noch mehr Kupfer. Noch mehr Kupfer. Ist ein Wahnsinn, was hier Kupfer gibt. Ist hier was drin? Ja, in der Tat. Das werden wir gleich scannen. So. Da haben wir auch noch ein Behältnis. Keine Ahnung, ob ich bei dem schon mal war. Nein. Schubkanonenfragment. Oha. Blub. Da drüben haben wir einen Leviathan, glaube ich. Oder auch nicht, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde auch nur Quarz nehmen, ehrlich gesagt. Ah, was war da? Gold. Da brauchen wir noch ein Werkzeug dafür, um das vernünftig abbauen zu dürfen. Titanium. 30 seconds. Rotgarbe. Die scanne ich noch. Da müssen wir eh mal lesen. So, ich muss mal auftauchen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jawohl. So. Schnell Luft holen und geht's ja. Mal schauen, ob hier was Vernünftiges drauf ist. Salz sehe ich mal. Ding. Haben wir noch Platz? Ein bisschen, aber nicht mehr allzu viel. Was haben wir da? Gold. Bling, bling. Waren das mal Leviathane? Und sind jetzt verstorben? Das könnte halt auch sein. Ui. Oh, den kerbe ich noch nicht. Bleib mal stehen. Spatenfisch. Ui, das sind die wieder. Ich glaube nicht, dass ich hier Quarz finden werde. Passing 100 meters.
Oxygen efficiency decreased. Da geht's tief runter. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal so ein U-Boot, ich glaube, ein U-Boot gibt's, ne? Mit dem können wir ja auch arbeiten. Da können wir sicher ganz weit runter. Da bin ich auch schon gespannt, wenn wir mal so weit sind. Da haben wir noch Salz. Das will ich jetzt aber nicht. Soll ich es mitnehmen? Platz hätte ich noch. Das war ein Leviathan. 30 seconds. Aha, schon wieder. Da haben wir noch was. Passt. Wieder auftauchen. Aber hier gibt's nirgendwo Quarz eigentlich, ne? So, Luft die holen. Boah, wir sind ganz schön weit weg von zu Hause. Ah, die Dinger, da möchte ich noch gern fertig anschauen. Ob da noch Sachen drin sind. Haben wir noch Platz? Ja, ein bisschen. Ein bisschen Platz haben wir noch. So. Den Schrott kann ich leider nicht mitnehmen. So. Jetzt sind wir voll, oder? Zwei Plätze hätte ich noch frei. Das Dumme ist halt echt, das ist ein riesen Salzgestein. Ja, wo wir aber etwas brauchen, zum Abbauen helfen. Ich glaube, ich habe Quarz gefunden. Bingo. Gibt es vielleicht noch eines? Vielleicht, eventuell. Salz gäbe es wieder viel. Huch. Also bis diese Tiger-Dings, ne? Die so gerne Leute attackiert. Na, hier war nix. Oh, was haben wir denn da gefunden? Ich muss kurz auftauchen. Ein Wrackteil von der Aurora, wie es mir scheint. Da müssen wir sofort nochmal hin. Ich muss nur schnell Luft holen. Und dann gehen wir gleich schauen, ob da unten was Scannbares für uns ist. Da drüben sind sie, die Leviathane. Das sind schon coole Viecher. So, und jetzt nochmal runter. Das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, ne? Aber das Doofe ist, ich habe jetzt keinen Platz mehr für Titanium. Scheiße. Den Quarz nehme ich noch mit. Wobei ich mir die Stelle hier merken kann. Siebenhundertsechs Meter ungefähr weg von unserem Dingens. Und dann bringe ich mal unser Klumpert nach Hause. Denk, da dachte ich mir. Wo ist es denn überhaupt? Da drüben, glaube ich. Theoretisch. So, gleich das Werkzeug auspacken, dann sind wir schneller. Bringe ich mal schnell das ganze Titanium und so in Sicherheit, ne? Dann sind die Taschen wieder frei, dann wird man nicht umsonst scannen und Ressourcen verschwenden. Ist, glaube ich, effektiver für uns. Ich will mich jetzt hören, richtig? Ja. Der Nebel ist gerade so komisch, dass ich die Insel jetzt nicht mehr gefunden habe. Nice. So. Alter, wenn man die Leviathane bis hierher schreien hört, ne? Oder singen? Kann man sie mit Wale vergleichen? Ich würde schon sagen, oder? Weil Wale tun ja auch singen. Sprechen. Aber cool. Da, 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 da. So, da leuchtet uns schon unsere Schönheit entgegen. Dann werde ich gleich versuchen, Glas herzustellen und unser schönes Röhrchen hier weiter auszubauen. So, und?
Schwupp. Willkommen zu Hause, gnädige Frau. Siehst du? Total nett. So. Ich habe, glaube ich, keinen Platz für Glas. Ich sollte das jetzt nicht machen. Ich sollte zuerst Sachen bunkern. Das Silbererz, das Golderz. Blei auch. Ah, warte, Salz wärmer. Salz werden wir bei den Lebensmitteln dazu tun, würde ich sagen. So. Jetzt werden wir als nächstes den Fisch mal braten. Hoppala, immer schalte ich das Licht da ein. Weg damit. So. So, also, wir werden jetzt mal Essen kochen, weil wir sind eh hungrig. So. Einmal, zweimal. Und dreimal. Dann hätte ich noch gebraucht. Hätte ich noch diese besondere Koralle, damit ich das hier herstellen kann. Diese Röhrenkorallenprobe. Wurscht. Wir werden jetzt mal was essen. Zuerst zerschlage ich was mit dem Messer. Boah, der gibt ordentlich. Und mal was saufen. Weil Salz schön und gut, wenn man diese Korallengeschichte nicht hat, hilft mir das ja nichts. Ja. So, Glas haben wir jetzt, ne? Einmal. Mhm. Dann würde ich sagen, stellen wir mal ein Fenster her. Das zweite geht ja nicht, ne? Nein. Den Spind will ich haben. Tatsächlich. Braucht man zwei Quarz für einmal Glas? Das ist echt übel. Das ist richtig übel. Ja. Das ist richtig übel. Na gut. Ich werde mir jetzt, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen Salz mitnehmen. Weil da diese Korallengeschichte ja eher bei unserer Dingens zu finden ist. Ich habe hier nämlich noch keine Röhrenkoralle gefunden, ehrlich gesagt. Oder bin ich einfach immer nur vorbeigeschwommen? Ich glaube, ich bin immer nur vorbeigeschwommen, ne? Haha. Das könnte natürlich auch sein. Ach, das ist so schlau, im Dunkeln wegzuschwimmen. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, ich bleib noch zu Hause ein bisschen. Ist, glaube ich, besser. Was zum Heizen wäre auch nicht schlecht. Ne? Da gab es so eine Möglichkeit, was zu heizen. Schauen wir mal. Haben wir irgendwas Neues gelernt? Ich glaube nicht. Ne? So viel Glück habe ich leider nicht. Wärmekraftwerk, das habe ich gemeint. Oder das Aquarium wäre auch schön zu bauen. So ein Schild. Mit Exit. Ah, Kupferdraht brauche ich dafür. Okay. Den habe ich jetzt, glaube ich, nicht da. Aber ich habe Kupfer. Ah, hätte ich sogar gehabt im Inventar. Und damit kann ich bestimmt... Warte. Damit kann man doch bestimmt... Kupferdraht bauen. Genau. Machen wir mal was Unnötiges, oder? Tja. Schild. Da können wir schreiben. Exit. Hoppala, falsch. Hoppala, falsch. Ich will das I haben. Ach, so. Genau. Exit. Ich warte. Die Dunkelheit nervt. So, für den Apfeleimer habe ich eh noch nichts. Ach, schau dir das an, wie das mit der Nahrung weggeht, ne? Wenn ich das jetzt noch esse, hilft mir nichts, ne? Na. Aber bevor es verreckt, weg damit. Okay. Wenn ich jetzt da... Ich probiere jetzt mal. Ich habe eh einen Haufen Batterien.
die eigentlich nichts bringen. Wenn ich das jetzt da rein tue. Jetzt ist es weg. Okay. Ich dachte mir, vielleicht kriege ich Ressourcen zurück, aber ne. Ne Sonne. Gut, dann müssen wir als nächstes Batterien herstellen. Die gingen jetzt mit diesem Säure-Dingens, glaube ich, ne? Waren die hier? Ja. Da. Kupfer- und Säurepilz brauche ich. Den gab es hier, glaube ich, aber auch irgendwo in der Nähe. Wird es jetzt endlich mal hell da? Ja, Gott sei Dank. Säurepilz, glaube ich, gab es hier auch irgendwo in der Nähe. Aber jetzt zuerst einmal alles nach der Reihe, würde ich sagen. Nach wie vor brauchen wir Unmengen an Quarz. Und ich möchte jetzt noch zuerst, bevor ich was anderes mache, bevor ich es vergesse, möchte ich nochmal dorthin zurück, wo diese Leviathane waren. Ich möchte unbedingt das, diese Wracks da unten scannen. Ich hoffe nur von Herzen, dass ich es wieder anfinde. Und ich darf nicht vergessen, Luft zu holen. Hallo. So. Den haben wir gefangen. Einfach mal so beim Vorbeischwimmen. Da ist nichts mehr drin, ne? Nein. So, sind wir jetzt schon wieder in der Nähe? Ich glaube, ne? Da vorne. Gut, dann gehe ich schnell Luft holen. Gehen wir mal Luft holen. Warte, ich werde aber das trotzdem verwenden, dass ich schneller runterkomme. So, da vorne. Schnell, 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 schnell. So, das passt schon mal. Jetzt kann ich schon mal den Scanner auspacken. Scannerraumfragment. Okay. Blem. Bauplan. Scannerraum. Nice. Integrating new PDA data. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay. Dann schauen wir weiter. Nanu, was ist denn das für ein. Aha, der ist generell zu. Aber einen Scannerraum haben wir jetzt schon mal. Das ist ja schon mal was. Kann ich hier zwischen rauf? Ja. Mal schauen, ob es hier auf der anderen Seite noch was gibt. Da ist nichts drin. Was haben wir da? Metallschrott. Nehmen wir mal mit. Was war denn jetzt schon wieder? Hä? Ach so, dieses eine komische Viech da, jawohl. Da ist auch zu. Was haben wir denn hier? Bioreaktorfragment. Bauplan, Bioreaktor. Okay. Ja. Okay, ich muss jetzt drauf schnell. So, schnell, 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 schnell. Wow, das war knapp. Ja. Genau so. Genau so stelle ich mir das vor. Wir haben noch Platz, das ist gut. Ja, ja, ist schon gut. Ich schaue mich hier nur mal um. Denke mir mal gleich so, das letzte Stündlein hat geschlagen. So, gibt es hier noch Quarzis? Da würde ich nicht nein sagen. Bitte. Ja, ja, es ist schon gut.
Nicht aufregen. Was haben wir da vorne? Das schaut auch... Ah ja, das ist der Scannerraum, den wir jetzt eh schon haben. Bäm. Ah nein, den haben wir noch nicht. Erst 2 von 3. Holla, die Waldfee. Wow, das wäre dieses Katzenviech. Ja, Luft. Ja. Ja, doch, ja. Wir müssen uns ein bisschen umschauen. Boah, die Leviathane, sie sind so schön. Wenn wir uns noch ein bisschen umschauen, vielleicht kriegen wir den Scannerraum zusammen. Da fehlt noch ein Teil. Oxygen. So, Luft, 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 Luft. Und geht schon weiter. So, gleich mit Schub. So. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ja, das macht nichts. Das macht nichts. So. So, da la. Hä? Also das wäre dieser komische. Wow. Ja, ja, ist schon gut. Schleich dich. Halt die Klappe. So. So. Wo kriege ich jetzt das eine, das dritte Teil her für diesen Scanner-Dings? Das muss doch irgendwo sein, oder? Sollte, 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 sollte. Der ist sicher fix hier irgendwo. Au! Was denn los hier? Versucht er gerade verzweifelt, das zu finden. Wo könnte das sein? Hier oben war ich, glaube ich, noch nicht. Ja, ja. Ich suche nur das Teil, aber ich finde es gerade nicht. Es ist halt echt schön, wenn man das findet. Es muss hier... Wow. Okay. Grüß Gott, die Herrschaften. Ich tauche nur auf, ja? Ich tauche nur auf. Bitte keinen Stress. Wie cool ist denn das? Die sind so weit oben, das ausschaut wie eine Insel. Mega. So. Jetzt mal langsam. Ich habe schon immer das Gefühl, ich schwimme immer dran vorbei. Ein Teil. Ein Drum, das ist nur Metallschrott, ne? Ja. Es ist mir wurscht. Ich hätte jetzt halt schon gern das eine Teil zum Scannen, bitte. Wäre echt cool. Dann hätten wir halt wieder ein Upgrade für unsere Basis. Wow. Ah, da hinten, glaube ich. Meine Äuglein haben was entdeckt. Mit ein bisschen Glück ist es das. Ja, na, Seemotten. Leider. Aber hat man die nicht auch noch nicht? Yeah, Seemotte. Metallschrott. Inventar ist voll. Das dürfte auch nur Metallschrott sein. Oxygen. Ja, ich schwimme schon. Sind wir schon oben gleich. Moment, Geduld. Oh Gott, ich sterbe. Oh. Ja, jetzt sind die das. Oder? Doch, war Glück gehabt. Yay, das war mehr als Glück. So, nochmal. Ich meine, das war natürlich eisernst berechnet. So, haben wir schon die Seemotte. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch dieser eine Raum.
Es wäre halt schön, wenn wir das auch fertig bringen könnten. Da ist nichts. Wow, Säurepilz, okay. Metallschrott. Da vorne, ha? Ja, Seeraumfragment. Gut, 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 gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Flüssigkeit. Oh, oh. Da war ja was. Salz habe ich mit. Ich wollte ja nach Hause, ne? Gut, ich muss nach Hause. Da lang. Okay. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell heim. Ein bisschen trinken, basteln und dann geht's schon weiter. Batterien könnte ich auch, wenn sich's ausgeht, weil Säurepilze haben wir eh mit. Müsste funktionieren. Jetzt muss ich nur noch gesund heim ankommen. Das wäre super. So, ein bisschen Luft inzwischen holen. Sehr, sehr gut. So, gleich sind wir da. Sehr gut. So. Ja, Fisch. Und der Part ist auch zu Ende. Das ist unglaublich. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!